Nerven da liegt. Eine Überschwemmung. Jetzt tropft es ja da schon. Ja, hallo. Ja, ist noch Sanitärinstallation Rohr AG? Ja, grüezi Sie, Fräulein. Los, Sie, wer ist noch zuständig bei Ihnen? Es handelt sich um eine Dusche, die nicht mehr funktioniert. Ja, wenn man sie anstellt, dann spritzt das Wasser im Lavabo raus. Ja, können Sie bitte jemanden vorbeischicken? Ja, das weiß ich nicht. Es muss etwas in der Wand drin, in der Leitung wahrscheinlich. Wer? Der Herr Zock? Ja, doch, den gehen Sie mir da bitte, ja? Ja, merci, Fräulein. Was ist? Was ist los? Jetzt sitzt der Niki schon bald eine Stunde an dieser Rechnung und hat keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Jetzt zeig schnell. Hallo? Ist doch ganz einfach. Der Sifo gurgelt wieder so komisch. Zum Verlegen von Leitungen offeriert die Firma Birli in Birwil. Hallo? Ja, grüß Herr Zock, Kaiser. Los Sie bei uns. Ich. Aber jetzt hast du vorhin doch gesagt, es gäbe noch Herr Zock. In der Ferien? Mhm. Ja gut, dann erzähl ich es halt noch einmal. Also, wenn man bei uns Dusche laufen lässt, dann spritzt das Wasser im Lavabo raus, statt unter der Dusche. Das ist doch nicht normal. Und auch der Siphon gurgelt so komisch. Ja, können Sie bitte aber... Der Herr Bär? Ja. Nein, dann suchen Sie ihn. Nein, ich warte. Der Niki. Ja, der Niki sollte in einer halben Stunde in die Schule. Ja, wo ich in die Schule gegangen bin, hat mir auch niemand geholfen. Aber alles allein müssen wir herausfinden. Zum Verlegen von Leitungen offeriert die Firma Birli in Birwil 10 Arbeiter, die bei einem 8-stündigen Arbeitstag 13 Tage brauchen. Wie lange braucht die Firma Nüssli in Nusswil für die gleiche Arbeit, wenn dort 15 Arbeiter bei einem nur 6-stündigen Arbeitstag eingesetzt werden? Der Niki hat 1,5 Jahre bekommen. Das kann doch nicht stimmen. Wenn der Bub nur einmal logisch überlegen würde. Aber eben den ganzen Tag am Verdoblungsschirm. Dann bleibt zum Schluss nicht einmal zur Firma Birli. Recht es doch geschwind aus, sonst hat er wieder eine Strafe. Also, Birli, Birwil, 10 Arbeiter, 13 Tage. Nüssli, Nusswil, 15 Arbeiter. Also ein Drittel mehr. In, wie lange haben die? Das wollte man eben wissen. Aha. Drittel mehr, logisch, oder? Wer schwätzt denn da immer drin? Hallo? Ja, sind Sie schon lang da? Herr Berg! Herr Bär, freut mich. Lossi hat man Ihnen schon erzählt, dass... Also es ist so. Unsere Dusche hat einen Defekt. Wenn man sie anstellt, dann spritzt das Wasser im Lavabo raus. Ja, und auch der Siphon, auch beim... Was ist das hier unten? Wie? Auch beim Siphon... Nein, die Leitungen sind in der Wand drin, ja? Unterputz, richtig, ja. Was sind Sie? Noch für Aufputz zuständig. Für Aufputz bin ich zuständig. Ja, für Aufputz ist meine Frau zu... nein, das ist... Wer? Herr Burgler. Wenn Gott sagt, den ganzen halt da. Was ist? Dann soll er zurückrufen, aber präsent. Es tropft bei uns... meine Frau putzt schon die ganze... 34, 68, 22. Ja, es tropft bei uns nämlich schon Kaiser! Ja, es. Aber die vom Nüssli haben es doch geschwinder. An was geschwinder? Gar die Rechnung. Der hat doch 15 Arbeiter. Warum heisse ich nicht Nüssli? Telefoniere umeinander, wenn ich irre und habe ich allein Arbeiter. Birli hat nur 10. Was? Nüssli. Arbeiter. 15 Arbeiter ist ein Drittel mehr als 10. Klar? Also brauchen die doch auch ein Drittel mehr Zeit als die anderen. Logisch. Ein Drittel weniger Zeit, wenn es doch mehr sind. Wieso weniger?
Ja, schon klar. Ein Drittel weniger, ja, natürlich. Hat das der Niki nicht herausgefunden? Doch schon. Aber die arbeiten doch nur 6 Stunden am Tag. Wer? Die Müsli vom. Ah, die vom Müsli. So schön macht es einmal an. Hörst du wieder, wie das gurgelt? Hallo? Herr Gurgler! Herr Wurgler, das ist jetzt gleich. Hören Sie, bei uns spritzen Sie 6 Stunden Nüsse zum Siphons. Es ist Wasser zum Lavabo aus. Nein, nur wenn man unter der Dusche gurgelt. Es ist echt jetzt, es gurgelt nicht mehr. Hören Sie, Sie stringen jetzt, jetzt gurgelt es bereits schon wieder nicht mehr. Können Sie bitte 15 Arbeiter vorbeischicken? Wieso Hotel, ein Einfamilienhaus? Natürlich gehen auch weniger. Die Firma Birli braucht auch noch 10. 10 Arbeiter brauchen 13 Tage, wenn sie 8 Stunden schaffen. Wie lange schaffen sie pro Tag? Hallo? Hast du es noch nicht ausgerechnet? Es gurgelt schon im Telefon. Der Niki sagt doch in die Schule. Herr Gurgler ist noch nicht gut. Also 15 Arbeiter brauchen 6 Stunden am Tag. Ja, das macht 90 Stunden pro Tag. Das hast du schon lange ausgerechnet. So lange Tage gibt es ja gar nicht. Hallo? Wer ist da? Der Chefmonteur, na Gott sei Dank. Also was ist, kommen Sie? Was? Was wir wollen? Was wir wollen, fragt er. Wissen wir, wie lange die Firma Nüssli braucht? Wenn die Firma Birli 15 Tage lang 13 Tage. Nein, 13 Tage, das ist ein Durcheinander. Nein, Firma Birli 13 Tage, so ist das. Dort schaffen sie 8 Stunden. Jetzt sollte man wissen, wenn die 10 Arbeiter haben und die anderen 15. Was? Sie kommen nicht raus. Wir sind doch Chefmonteur. Aber natürlich handelt es sich auch noch um etwas anderes. Es handelt sich noch um ein Lavabo, wo duscht, statt dass er spritzt. Verzähl ich das zum x-ten Mal. Man wird jeden Morgen ins Lavabo sitzen, zum Duschen. Ein Mann sollten wir haben. Die Rechnung sollten wir haben. Ja, die Rechnung sollten wir auch haben. Lass noch haben, wenn der Mann tot ist. Ist das jetzt klar, Herr Dings? Der Niki hat's. Der Niki hat's. Wie lang? 2 Minuten, 3-mal drangehämmert, es läuft wieder. Wie viel Arbeit? Nur eine, nur der Niki. Der Siphon? Der Siphon? Der Siphon gurgelt auch nicht mehr. Hallo, sind Sie da? Los, es ist jetzt alles im Kaiser, in Birwil. Es ist jetzt alles in Hottingen. Es ist jetzt alles in Best. Was ist das? Ist nicht Ihr Gebiet. Umso besser. Sie haben im Moment. Ich nämlich. Was haben Sie ausgerechnet? Ja? Ja? 15 Arbeiter? Bis 6 Stunden täglich? Wie viel? 11,5 Tage. Das ist aber ausgezeichnet. Das geht prima. Vielen Dank. Was können Sie? Erst in 4 Monaten können Sie kommen. Das macht überhaupt nichts, wenn ich nur mal das habe. Ja, ja, bestens. Dankeschön. Ah, der Dings, der Chefmann. Am Niki lange jetzt nicht mehr in die Schule. Der ist durch und durch nass. Jetzt, wo ich krampft habe, bis wir die Rechnung haben. Dafür läuft Duschi wieder. Was man nicht alles macht für seine Kinder.